Moin moin Leute und willkommen zurück. Hallo. Wir machen jetzt weiter mit dem Sniper. LP von TF2. Bing bing. So. Komisches Gefühl, ich habe jetzt eine ganz andere Maus. Aber ich weiß schon, woran das liegt. Kannst du auf 3 spielen? Ich spiele immer auf 3. Wo ist das Mauspad? Ah, du kennst mich ja, ich bewege meine Maus einen Millimeter und das reicht mir dann zum Schießen. Nee, ich brauch schon mehr. Ja, du nutzt die ganze Fläche aus. Das leckt ein bisschen. Ja? Da liegt's an der Empfindlichkeit von der Maus, die du umstellst. Ja, normalerweise hätte ich ja jetzt gesprochen. So. Schön. Du lebst noch. Spion, ne? Scout. Nee, oder könnte. Nee, es muss ein Scout gewesen sein. So, ja. So eine Waffe gesehen, oder? Ja, der hat erstmal hier. Ne? Und so. Ja. Schwert und Sniper. Schwert und Sniper, Machete. Und Razorback, falls Spione kommen von hinten. Ja, Razorback, das müsst ihr euch wohl vorstellen. Das ist ein Schild, der auf dem Rücken ist. Ich habe ihn vielleicht auch gerade kurz einmal gesehen. Und da ist eine Autobatterie. Da ist eine Autobatterie dran befestigt. Das ist quasi so. Wenn ein Spion euch von hinten ersticht, ja. Mit dem Messer so, dann kriegt er quasi einen Stromschlag, zieht das Messer weg, ist kurz betäubt, euer Schild ist zwar kaputt, aber... Headshot. Ist ja nett. Ich hoffe, die Scouts auf. Headshot. Ach ja. Ich bekomme Lust zu snipern in dieser Map. Was ist echt Bock? Glaube ich, die Leute sagen ja auch, es ist... Eigentlich die geilste Sniper-Map nach der Force. Der hat ja jetzt gerade einen Bogen, den zeig ich auch gleich nochmal. Oh, das ist fies, aber gut. Muss man auch später das Jared zeigen. Ja, klar. Jared FTV. Jedenfalls als Sniper hat man die sehr spannende Aufgabe, rumzustehen und auf Leute zu schießen. Ach ja, liebe es. Dieses Hobby haben auch viele andere Leute, wie ihr seht. Der Razorback, das ist voll dumm. Ah, oh, meins! So, draufstellen, also bist du schon. Das war ein Schreischuss. Und das war ein Kopfschuss. Ja. Dinner Hero! So wird euch jeder heißen. Ja, wegen seinem Namen hat er es auch verdient, ey. Ja. Essenskönig. Das ist, glaube ich, weiß, oder? Ja, das ist irgendwie sowas. Wieso König? Held. Es ist Held, nicht König. Dinner Hero. Ja. König war King. Also Dinner King. Ah, shit. Ja, ja. Haha, der Medic. Der ist so schön geflogen. Ja. Das ist auch nicht. Komm, lass mal noch. Ah! Ich seh doch nichts. Du suchst Teamkönig an, ne? Du kannst Heavy One-Shotten. Ja, und voll aufgeladen ist. Auf jeden Fall. Voll aufgeladen warst. Das Ding lädt sich doch immer auf. Der rote Punkt. Mit dem mehr Schaden machst du. Musst du nicht mal mit dem Kopfschuss machen. Wie, der rote Punkt lädt sich auf. Da in der Mitte. Siehst du, der wird immer. Der wird immer größer und dann. Wo ist denn die Anzeige da? Wenn das voll ist. Ach lol. Hast du 100% mehr Schaden, glaube ich. Okay, ich gebe zu, das wusste ich noch nicht mal. Das gab's schon von Anfang an, du weißt das nicht. Nee, du kennst mich, ich spiele nur Bogen. Oh. Ach oben, ich dachte gerade der Sniper, der da war. Das warst du ja. Nee, nimm gleich eine andere. Das andere. Der Bogen. Guck mal, das bin ich. 2 Pfeile, süß. Das hat aufgespießt. Das Gefühl, da passiert da was. Es könnte was passieren. Da liegt gerade ein Sniper und Jared. Und der Pyro mit der Axt natürlich. Das ist der Klassiker. Die haben ja auch einen Flammenwerfer, den benutzen sie ja nicht mehr. Ne, natürlich, warum auch? Ja, ich meine, die Axt ist ja viel besser. Der hat gesessen. Nett. Oh nein, nein. Ich wusste ehrlich nicht, dass du
Das ist so auch Heavy's One-Shot. Wenn das nicht klappt, das erklärt doch warum jetzt. Der stellt sich ins Haus. Da. Oh! Das geht die Wand geschlagen. Ja, hab ich auch gemerkt. Sieht dann nach scheiß Maus. Egal. Fall und Bogen und das ist cool. Rate mal, was das ist. Das Wurfglas, auch Jared genannt. Eine besondere Eigenschaft. Ja, da hält das Sniper so ein paar Sachen von sich drin. Ja, das ist quasi sein eigens hergestellter Saft. Nicht zu weit rein. Irgendwas kratzt. Ich nicht. Ich meine die Maus. Don't kill. Die sind geil. Ah! Werf mal ein Wurfglas. Ja, Mann. Leute sollen es ja sehen. Jedenfalls, wenn mit jemandem ein Wurfglas abwirft, dann ist das schön gelb. Ich will auch einen treffen, sonst bringt mir das nicht wohl. Dann tropft der gelb und du kriegst jeden Assist. Kill. Don't kill. Schweine kommen ja gerade nicht hoch. Doch, da. Ja. Ich hab dich gewarnt. Genau den Moment, wo er geschossen hat. We have taken the enemy. Schau, dass man sich mit dem... Ah, oh, toll. Der Scout. Nee, sorry. Wie ist das gerade? Oh! Double kill. Doch, ah! Ja, getroffen hab ich, aber. Jedenfalls Gegner, die Assist bekommen. Mhm. Gegner, die von dem Inhalt des Glases getroffen wurden, kriegen auch noch Crits. Sterben sehr schnell. Und als. Alter! Siehst du, das wäre mir nicht passiert, welchen Sniper? Also mit dem Gesicht. Kannst du gleich wieder nehmen, sollst du nur einmal die Bogen zeigen. Don't kill. Oh. Das war. Egal. Weiß ist blau. Feins. Ich bin voll durcheinander, ey. Ich kann's halt so in die Tonne kloppen. L-E-E-T. Nee, L-3-3-T. Ich mach gespannt. Oh. Hey. Ich finde das cool, Happy Squash. Das ist auch so geil. Dein Auge hat es secure. Muss jucken haben, wenn ich mich jucke. Du meinst krass, jucken wäre das ab. Alter! Wo stehe ich jetzt? Der Scout hat dich aufs Dach geschossen. Ist auch geil. Das ist die Mutter aller Göttlichkeit. Mit 5 HP auch noch. Er stirbt gleich so. Gesehen. Guck auf Sniper aus, Das da war gerade nämlich einer. Oh, dumme Idee, Entschuldigung. Ah! Nur wegen dir. Tut mir leid. Ich hab nur gesehen, da stand ein Sniper gerade. Ei. Haha. Don't kill. We have taken the enemy intelligence. Naja, man sieht schon, wer hier dominiert. Ja, rauskommen die nicht wirklich. Nicht wirklich. Schade. Aber man hat ja schon einiges von der Klasse gesehen. Das war nicht dein Headshot. Ja. Kannst du sagen, das war deiner. War mein Headshot. Double kill. Oh ja, eins kann man noch sagen vom Sniper. Der Sniper hat noch zum Grace of Bag und zum Pissglas. Pissglas? Ja, einmal muss man es ja sagen. Ja. Hat er noch eine kleine SMG. Ja, aber die lohnt sich nicht wirklich zu zeigen. Don't kill. Nee, die anderen sind viel cooler. Vor allem, wir haben sogar den Grace of Bag in Aktion gesehen. Heavy! Oh, na!
Den will ich noch eben, warte. Den will ich noch. Ich weiß, meine Zeit ist um, Uhr. Deine Zeit ist um, Uhr. Ich hör's ja cooler. So, ich verabschiede mich dann für diesen Teil. Oder wir verabschieden uns. Und im nächsten Teil geht's um die letzte Klasse, dass wir das bei sein. Die vorletzte, der Heavy fehlt noch. Ja, da sind wir uns aber nicht einig, wer es spielt. Das finden wir noch raus. In einem epischen Battle. Bye. Tschüss.